oder nicht. Und wir haben uns dafür entschieden, Herrn Altmaier per Video dazuzuschalten. Vielleicht können wir das in diesem Moment mal wahrmachen. Herr Altmaier müsste jetzt hinter mir auf der Leinwand erscheinen. Schöne Grüße aus dem Saarland. Vielen Dank. Das ist angekommen. Also wir verstehen uns schon mal. Der erste Schritt für eine erfolgreiche Veranstaltung ist gemacht. Und wir haben das so vor, dass wir jetzt eine Art Live-Interview hier führen über die deutsche Flüchtlingspolitik, über die Vereinbarung mit der Türkei, über Europa. Und werden mit der Außenpolitik starten, werden dann über die Innenpolitik und sozusagen über die Frage, wie kriegt man eigentlich die geflüchteten Menschen hier gut in Deutschland integriert, gehen weiter schließlich zu Ihren Fragen. Also wir haben auch einen Block drin, im Grunde im letzten Drittel, wo Sie Ihre Fragen stellen können. Wenn Sie also das Gefühl haben, Herr Altmaier redet verdammt nochmal schrecklich um den heißen Brei herum, dann machen Sie sich eine kleine Notiz. Sie können dann später diese Frage auch noch stellen. Und ich muss jetzt kurz das Setting vielleicht nochmal erklären, also auch für Herrn Altmaier. Herr Altmaier, Sie sind jetzt, Sie müssen sich vorstellen, einen großen Kinosaal, der ansteigt nach hinten, mehrere hundert Plätze, und Sie schauen von einer Leinwand in den Raum rein und ich sitze unten links als Zwerg vor Ihnen und stelle die Fragen. Und wir versprechen uns aber, dass wir diesen Dialog auf Augenhöhe führen. Ich möchte Herrn Altmaier kurz vorstellen. Die meisten von Ihnen werden ihn kennen. Er ist der Chef des Bundeskanzleramtes. Das ist normalerweise eine eher unsichtbare Aufgabe, also sozusagen der Chefmanager der Kanzlerin, der die deutsche Regierung zusammenhält. Seit Oktober vergangenen Jahres hat er noch eine ganz andere Aufgabe dazu bekommen, die da lautet, Zitat, Gesamtkoordinierung der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung, Zitat Ende. Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, das kann man, glaube ich, so viel schon sagen. Er ist, das würde er mit Sicherheit abstreiten, aber das steht im Moment über jedem Interview oder über jedem Porträt, was über ihn erscheint. Er ist Merkels wichtigster Mann, weil er das Management in dem dominierenden Thema übernommen hat, das auch einige Probleme macht, auf die wir vielleicht kommen werden. Und ich würde vorschlagen, Herr Altmaier, dass wir vielleicht ein Spielchen machen zum Anfang, zum Warmwerden. Ich sage einen Satz und Sie vervollständigen ihn nach Gusto. Als mich die Bundeskanzlerin fragte, ob ich Flüchtlingskoordinator werden möchte, war mein erster Gedanke, dass ich jetzt ganz schnell Ja sagen muss, damit sie niemand anders fragt. Selbstverständlich hat die Bundesregierung in den vergangenen Monaten stets klug und besonnen gehandelt. Aber besonders stolz bin ich auf die Tatsache, dass wir es geschafft haben, trotz einer aufgewühlten innenpolitischen Diskussionslage zu unseren Grundüberzeugungen zu stehen und dass nicht nur die Bundesregierung, sondern viele 10.000 Menschen eine humanitäre Visitenkarte abgegeben haben, die nicht jedermann unserem Land so ohne weiteres zugetraut hat. Der erste Applaus. Ist der Ton für Sie im Saal in Ordnung, meine Damen und Herren? Also ich höre ihn hier einigermaßen gut. Und ich sehe nickende Köpfe, also es scheint zu funktionieren. Wunderbar, dann kommt der nächste Satz. Dass ausgerechnet die linke Taz Anfang März ihre Titelseite mit Herzen verzierte und darin Liebeserklärungen an die CDU-Kanzlerin druckte, deute ich als Zeichen für? Ja, dass man auch in der Redaktion der Taz erkannt habe, was die Zeichen der Zeit geschlagen haben. Und das ist aus CDU-Sicht kein Warnsignal oder ein Alarmsignal? Nein, wir weisen keine Komplimente zurück. Lob und Anerkennung wird grenzenlos entgegengenommen. Ich glaube im Übrigen, dass wir in dieser ganzen Debatte auch oft kritisiert worden sind. Früher von der Taz vielleicht ein bisschen häufiger, jetzt ein bisschen weniger. Das wird sich auch wahrscheinlich stündlich oder täglich wieder ändern. Es hat sich schon wieder geändert. Wir müssen unsere Politik so machen, wie wir überzeugt sind, dass sie richtig ist. Und in einer Demokratie kann es Lob eigentlich gar nicht von der falschen Seite geben. Der größte, jetzt kommt eine böse Vervollständigungsaufgabe, der größte Fehler, den ich bisher beim Management dieser Krise gemacht habe, war sicherlich?
Naja, dass wir nicht ein halbes Jahr früher damit begonnen haben. Wir haben es mit einer Aufgabe zu tun, wo sehr viele Ebenen, die Gemeinden, die Städte, die Bundesländer, der Bund, fast alle Ministerien, die europäischen Länder in der Europäischen Union bis hin zum UNHCR und zu Ländern wie der Türkei zusammenarbeiten müssen. Wenn wir diese Flüchtlingskrise in diesem Ausmaß hätten kommen sehen, dann hätten wir sicherlich früher angefangen. Und das tut mir leid, weil wir dadurch Probleme hatten, die wir eigentlich im Mai, Juni, Juli schon hätten lösen können. Die letzten beiden Sätze. Wenn Horst Seehofer und ich demnächst mal wieder in alter Freundschaft 2 bis 3 Weißbier zusammen trinken, dann sage ich ihm unter 4 Augen, dass... Ich werde ihm etwas sehr Kameradschaftliches und Schönes unter 4 Augen sagen, aber das wird dann auch unter 4 Ohren bleiben. In der Politik kann man sich seine Partner nicht aussuchen. Und genau deshalb ist die Vereinbarung der EU mit dem türkischen Präsidenten Erdogan eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, die wir nicht auf die leichte Schulter nehmen, die aber, wenn wir eine humanitäre Lösung des Flüchtlingsproblems haben, zustande kommen muss, allerdings nicht um jeden Preis, sondern zu Konditionen und zu Bedingungen, die wir mit unseren Grundwerten vertreten können. Das war das Ende des Spiels. Vielen Dank, Herr Altmaier. Vielleicht ein kleiner Applaus, das hat er gut gelöst. Die Seehofer-Frage leider nicht beantwortet, aber damit war nicht zu rechnen. Lassen Sie uns vielleicht kurz bei dem Thema Türkei bleiben. Also wir starten mit der Außenpolitik. Das, was die Europäische Union und die Bundeskanzlerin mit der türkischen Regierung vereinbart hat, ist aus meiner Sicht ein substanzieller Schritt in dieser gesamten Krise, egal wie man ihn politisch bewerten will. Dazu kommen wir später. Sie selbst haben mal gesagt, das ist ein Wendepunkt in dieser sogenannten Flüchtlingskrise. Fangen wir vielleicht mal damit an, dass wir erklären, was überhaupt vereinbart wurde. Was ist der Kern dieser Vereinbarung der Europäischen Union mit der Türkei, Herr Altmaier? Ich möchte gerne einen Schritt vorher ansetzen. Wir hatten für unseren Plan, mit dieser Frage umzugehen, 3 Schritte. Das eine war, dass wir versuchen, Fluchtursachen zu bekämpfen, indem wir Flüchtlinge nicht nur in der Türkei, sondern auch im Libanon und in Jordanien humanitär angemessen behandeln. Das wird im Wesentlichen vom Welternährungsprogramm geleistet. Und wir haben dazu beigetragen, dass einige Milliarden, über 9 Milliarden an Spenden an staatlichen Geldern zugesagt worden sind, darunter über 2 Milliarden aus Deutschland. Nicht alle Länder haben bereits bezahlt, aber wir können damit für das ganze Jahr eine menschenwürdige Versorgung sicherstellen. Wir haben zweitens mit der Türkei eine Vereinbarung, die Lastenteilung zustande bringen soll. Und zwar Lastenteilung sowohl bei der Aufnahme von Flüchtlingen wie auch in der Frage, wer wie viele Flüchtlinge hat. Die Türkei hat bisher rund 3 Millionen Flüchtlinge. 500.000 Iraker, 2,5 Millionen Flüchtlinge aus Syrien. Diese Flüchtlinge hatten bis vor wenigen Monaten keine Arbeitserlaubnis. Sie hatten kaum Schulunterricht für ihre Kinder, außer diejenigen, die von syrischen geflohenen Lehrern unterrichtet wurden. Das waren etwa 10%. Und wir haben mit der Türkei vereinbart, zum einen, dass es eine Arbeitserlaubnis gibt für die syrischen Flüchtlinge, die sich in der Türkei aufhalten. Die können sich selbstständig machen, sie können Arbeit annehmen. Das ist mit etwas Bürokratie verbunden, aber es wird von den Menschen benutzt und es geht voran. Das Zweite ist, wir haben uns bereit erklärt, 2x3 Milliarden Euro, nicht Cash, sondern gebunden für konkrete Projekte zur schulischen Betreuung und Unterrichtung der Kinder zur Verfügung zu stellen. Drittens haben wir uns mit der Türkei darauf verständigt, dass wir die illegalen Schlepper- und Schleuseraktivitäten bekämpfen. Und das ist der Punkt, der von NGOs bisweilen auch sehr kritisch gesehen wird. Wir haben gesagt, diese Bekämpfung wird am Ende nur funktionieren, wenn die Flüchtlinge wissen, dass der Weg über Schlepper und Menschenhändler, die Flüchtlinge in Lebensgefahr bringen, indem sie sie in kleine Boote setzen, nicht funktioniert. Deshalb haben wir gesagt, wir
diese Flüchtlinge werden nach einem Asylverfahren, wenn sie dann nicht anerkannt werden, sie werden nach internationalem Recht behandelt, müssen aber damit rechnen, dass sie in die Türkei zurückgebracht werden. Gleichzeitig haben wir uns verpflichtet, für jeden syrischen Flüchtling, der zurückgebracht wird, einen syrischen Flüchtling, der vom UNHCR gemeinsam mit der Türkei und den europäischen Ländern ausgewählt wird, aufzunehmen. Das heißt ganz legal, um sicherzustellen, dass dies keine Lösung ist, die nur darauf abzielt, Zahlen zu senken, sondern es ist eine Lösung, die darauf abzielt, illegalen Menschenhändlern das Handwerk zu legen. Und dann muss die Türkei auch wissen, das ist mein letzter Punkt, dass sie nicht alleine gelassen wird, wenn weitere Flüchtlinge aus Syrien oder aus dem Irak in die Türkei kommen. Und deshalb haben wir gesagt, wir werden dann Kontingente vereinbaren zwischen allen europäischen Ländern, auch Deutschland selbstverständlich. Und dann werden wir Menschen aufnehmen, legal in Europa, die dann einen Schutzstatus bekommen, jedenfalls mindestens so lange, bis der Bürgerkrieg in Syrien vorbei ist. Ich wiederhole nochmal einen Teil Ihrer Antwort, weil das für mich der Kern dieser Vereinbarung ist. Der nennt sich das sogenannte 1-zu-1-Verfahren. Also die EU und die Türkei und Griechenland haben zusammen beschlossen, dass jeder Mensch, der im Schlauchboot an griechischen Küsten zum Beispiel ankommt, also irregulär dort landet, von Schleppern zum Beispiel organisiert, dass der zurück in die Türkei gebracht wird. Und jetzt kommt das 1-zu-1 ins Spiel, dass sozusagen für jeden Syrer, der aus Griechenland zurück in die Türkei gebracht wird, ein Syrer von der EU offiziell aufgenommen wird. Ist das korrekt wiedergegeben? Ja, korrekt. Was sind die Vorteile dieser Lösung? Also wenn man jetzt kritisch wäre, also Sie haben gerade schon auf die Menschenrechtsorganisationen hingewiesen, dann müsste man sagen, die EU hat im Grunde ihre Außengrenzen jetzt auf eine Art und Weise abgedichtet, dass wirklich kein Mensch mehr in Europa landen kann und hier einen Schutz nach Genfer Flüchtlingskonvention bekommt, der ihn verdient hätte. Also konkret gefragt, eine Familie aus Aleppo, die es an den griechischen Strand schafft und die eigentlich nach bisherigen Kriterien den Schutz durch die Genfer Flüchtlingskonvention bekommen hätte, die wird jetzt zurückgebracht in die Türkei? Fragezeichen. Also von Vorteilen möchte ich gar nicht reden. Ich möchte von dem Ziel reden. Was ist das Ziel? Das Ziel besteht darin, dass wir die illegale Menschenschleusung unterbinden. Die Flüchtlinge, die bisher gekommen sind, die haben alle pro Person etwa 700, 800, 900 bis zu 1500 Dollar gezahlt für das Ticket in den Schlauchbooten. Es sind Hunderte, es sind Tausende Flüchtlinge ertrunken. Das Bild von dem kleinen Jungen am Strand, das ging um die Welt. Aber es sind halt eben mehr Menschen ertrunken als nur dieser kleine Junge. Es sind alleine in den ersten 3 Monaten sind über 300 Menschen ertrunken bei dem Versuch, auf diese Weise nach Europa zu kommen. Und deshalb haben wir gesagt, dies ist kein Weg, den wir für richtig halten. Und wir haben gleichzeitig gesagt, es sollen aber auch zukünftig Menschen in Europa Schutz finden. Nicht nur die, die es schaffen irgendwie, sondern es sollen auch Menschen Schutz finden, indem wir Resettlement und Relocation machen. Etwas, was die NGOs seit vielen Jahren eingefordert haben, was wir punktuell gemacht haben, aber nicht in dem Stile, wie wir es in Zukunft machen werden, und zwar nicht nur Deutschland, sondern auch andere europäische Länder. Das heißt, es werden Menschen kommen, aber sie werden nicht illegal kommen. Zu den Kontingenten kommen wir gleich noch. Also da werden wir noch Gelegenheit haben, darüber zu sprechen. Ich wollte noch mal bei der faktischen Situation bleiben, also einfach zu dem Status, der sich jetzt ändert an den griechischen Küsten. Es wird so sein, dass alle Menschen, die dort ankommen, oder fast alle, die Leute, die in der Türkei verfolgt werden, sollen ja weiterhin Schutz genießen, aber das dürfte die wenigsten betreffen. Das heißt, fast alle Menschen, die dort ankommen, die werden wieder zurückgeschickt. Also wir werden im Grunde an den griechischen Küsten oder an dieser EU-Außengrenze, wo ja im Moment die meisten Flüchtlinge eben die Grenze überqueren, werden wir massiv sinkende Zahlen haben. Ja, wir werden sinkende Zahlen haben, was sozusagen die Aktivitäten der Schlepper und Schleuser angeht. Okay,
für jeden Flüchtling, der ankommt, das ist so mit der Türkei und mit Griechenland vereinbart, wird es selbstverständlich die Möglichkeit eines Verfahrens geben, wo man Verfolgungsgründe vorbringen kann. Sie haben das selbst gesagt. Wenn also jemand nachweisen kann, dass ihm in der Türkei Verfolgung droht, dann wird er in Europa Schutz bekommen. Wenn dies nicht der Fall ist, und das ist für die allermeisten Flüchtlinge aus Syrien, jedenfalls wenn sie nicht aus den kurdischen Gebieten kommen, nicht der Fall, dann müssen sie damit rechnen, zurückgebracht zu werden. Und deshalb hoffen wir, dass sehr schnell die Schlepper und Schleuser keine Flüchtlinge mehr finden, die 1.000 Dollar zahlen, um in ein Boot zu gehen, nur damit sie 3 oder 4 oder 5 oder 10 Tage später wieder zurückgebracht werden in die Türkei. Sie haben gerade schon einmal auf die Kritik der Menschenrechtsorganisationen hingewiesen. Ich zitiere mal 2 Menschenrechtsorganisationen, Pro Asyl und Amnesty International. Die nennen diese Vereinbarung eine Schande für Europa, Zitat Ende, oder eine moralische Bankrotterklärung. Das sind jetzt erstmal Wertungen. Und das Argument dahinter, was sozusagen im Kern dahinter steht, ist, die EU lagert ihre Asylpolitik in die Türkei aus. Also was bisher auf europäischem Boden stattgefunden hat, für die Menschen, die europäischen Boden erreichen, wird in einen Staat ausgelagert, der unter Menschenrechtsgesichtspunkten sehr angreifbar ist. Was entgegnen Sie diesem Argument? Ist das so, dass die EU ihre Asylpolitik in die Türkei ausgelagert hat? Nein, wir lagern sie nicht aus. Aber es ist der Versuch einer vernünftigen Lastenteilung. Das heißt, wir wollen die Flüchtlinge so versorgen, dass die, die in der Heimatregion bleiben möchten, dort bleiben können. Und umgekehrt wollen wir auch die Möglichkeit schaffen, dass Flüchtlinge in der Türkei unter menschenwürdigen Bedingungen bleiben können. Ich habe bei der Münchner Sicherheitskonferenz auf die Frage eines amerikanischen Journalisten, ob denn die Türkei ein sicheres Land sei, gesagt, ich glaube, dass die Türkei jedenfalls für syrische Flüchtlinge ein sicheres Land ist. Die haben nämlich 2,5 Millionen von diesen Flüchtlingen aufgenommen. Die leben dort, die leben ohne Verfolgung, die haben einen Status, die sind nicht so versorgt worden in der Vergangenheit, wie wir uns das gewünscht hätten, deshalb ändern wir das. Und ich habe vor 14 Tagen, da bin ich heftig von rechts außen angegriffen worden, gesagt, dass die Türkei sich bei der Aufnahme von Flüchtlingen, ich habe nicht über Pressefreiheit, nicht über Menschenrechte generell, sondern nur über die Aufnahme von Flüchtlingen gesprochen, dass die Türkei sich bei der Aufnahme von Flüchtlingen in den letzten 3 Jahren europäischer Verhalten hat als mancher Staat in Europa. Und über die Türkei reden wir gleich auch noch. Ich wollte noch mal einmal die Nachfrage stellen zum Thema, lagert die EU ihre Asylpolitik aus, weil ich das einen zentralen Vorwurf finde. Und wenn es so ist, dass eine syrische Familie aus Aleppo an griechischen Küsten, die sonst Schutz bekommen hätte, nach den geltenden Richtlinien in Europa, in die Türkei verbracht wird, dann kann man das doch als Auslagerung der Asylpolitik bezeichnen. Mit Bitte um eine kurze Antwort. Nein, das wäre dann so, wenn diese Familie dort zurückgebracht würde, Punkt, Schluss, aus. Aber wir haben ausdrücklich gesagt, für jede Familie, die zurückgebracht wird, wird eine andere Familie genauso viele Personen die Chance haben, legal nach Europa zu kommen. Okay. Und ich glaube, dass damit auch sichtbar wird, dass es uns nicht nur darum geht und nicht in erster Linie darum geht, Zahlen zu reduzieren. Selbstverständlich ist es so, dass wir in Deutschland, wo wir im letzten Jahr etwa knapp 1 Million Menschen hatten, die ins Land gekommen sind, in diesem Jahr sind es nach groben, wir haben keine genauen Zahlen, aber nach meiner Einschätzung weit über 100.000 bereits in den ersten 3 Monaten. Selbstverständlich wollen wir auch die Zahlen insgesamt reduzieren, aber wir wollen nicht eine Festung Europa, wir wollen uns nicht hermetisch abschließen. Und deshalb haben wir gesagt, für jeden Syrer, den wir zurückschicken, hat ein anderer Syrer die Chance, nach Deutschland zu kommen oder nach Europa, nach Frankreich, nach Belgien, nach Holland. Dieser legale Zugang, ich sage mal ein paar Zahlen, also der in dem 1:1 Umsiedlungsverfahren zur Verfügung steht. Da sind zunächst 18.000 Plätze geplant und maximal sollen laut der Vereinbarung, also an legal aus der Türkei nach Europa gebrachten Syrern,
Maximal sollen das 72.000 werden, die von allen EU-Staaten aufgenommen werden. Wenn wir jetzt mal schauen, also wir hatten allein im letzten Jahr in Deutschland, die Zahl, die diffundiert ja immer so ein bisschen, ich will mich da nicht festlegen, grob eine Million, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, die in Deutschland Schutz gesucht haben. Jetzt sollen 72.000 kommen, auf ganz Europa verteilt. Kann man da nicht, ich bin jetzt mal böse sagen, Europa hat sich ziemlich wirksam abgeschottet? Nein, also erstens sind Sie nicht böse, zweitens werden diese Fragen häufig gestellt. Und wenn es nur bei diesen 72.000 bliebe, dann würden die Frage ja auch mit einer gewissen Berechtigung gestellt. So ist es aber nicht. Diese 72.000 beziehen sich auf diese Regel 1:1. Weil wir möchten, dass über die Schlepper und Schleuser eben nach Möglichkeit gar niemand mehr kommt. Und deshalb vermute ich sogar, dass diese 72.000 am Ende des Tages vielleicht gar nicht ausgeschöpft werden müssen. Aber es ist damit nicht Schluss. Sondern wir haben in dieser Vereinbarung mit der Türkei auch gesagt, dass wir dann anschließend bereit sind, Kontingente aufzunehmen. Die Zahl dieser Kontingente ist noch nicht festgelegt. Das werden übrigens freiwillige Kontingente sein. Da werden Mitgliedstaaten in der Europäischen Union sich in unterschiedlicher Höhe beteiligen. Das muss jeweils national beschlossen werden. Aber diese Kontingente sind zugesagt und es ist ganz klar, dass es auf Dauer nur funktionieren kann, wenn auch die Frage der Aufnahme von Flüchtlingen in einer Lastenteilung zwischen der Türkei und Europa sich vollzieht. Richtig, und das ist doch, vielleicht korrigieren Sie mich, aber das ist doch ein leeres Versprechen. Also wir sind uns wahrscheinlich erstmal einig, dass es Millionen Menschen gibt in der Türkei, im Libanon, in Nachbarstaaten von Syrien, die wahrscheinlich nach europäischen Kriterien hier Schutz genießen würden. Und jetzt sind erstmal 72.000 geplant und wir wissen ja, wie die Situation in Europa war. Also die Bundeskanzlerin hatte auf weiter Flur dafür gekämpft, Flüchtlinge aufzunehmen und sie wurde alleingelassen von relevanten Partnern. Ich zähle sie jetzt nicht alle auf. Man muss es jetzt auch nicht ausdifferenzieren. Es gab sicher auch Erfolge in diesem Prozess, aber unterm Strich stehen die Deutschen da sehr alleine da mit diesem Wunsch, Kontingente aufzunehmen. Das heißt, die 72.000, selbst wenn die nicht erreicht werden, dass danach plötzlich Hunderttausende kämen, ist doch Unfug. Wir haben ja bewusst keine Zahl genannt, weil auch das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit einer solchen Regelung entstehen und wachsen muss. Ich will nur sagen, dass von den Gegnern unserer Flüchtlingspolitik von Anfang an behauptet worden ist, wir stünden in Europa allein. Ich kann das nicht erkennen. Wir haben die Vereinbarung, um die es jetzt geht, mit 28 Mitgliedstaaten gemeinsam mit der Türkei abgeschlossen. Wir haben insgesamt 6 Milliarden Euro, um die es geht, für Schulunterricht, Krankenhäuser, Unterbringung von Flüchtlingen gemeinsam beschlossen. Sie wird von allen EU-Mitgliedstaaten gemeinsam getragen. Wir haben die Verteilung von 160.000 Flüchtlingen im letzten September insgesamt beschlossen für die gesamte Europäische Union. Ich gehe davon aus, das wird auch umgesetzt. Und nun müssten Sie vielleicht auch folgenden Aspekt mal berücksichtigen. Wir haben über die Verteilung von Flüchtlingen in Europa schon häufiger gesprochen auf europäischer Ebene. Ich war mal Staatssekretär bei Wolfgang Schäuble im Innenministerium. Da kamen die Flüchtlinge nach Lampedusa, nach Malta. Und diese Länder haben damals gefragt, könnt ihr das nicht europaweit verteilen? Deutschland hat seit den Zeiten der rot-grünen Koalition mit Otto Schily über alle weiteren Koalitionen, sei es die GroKo 1, sei es die CDU-FDP-Koalition, die GroKo 2, über einen Zeitraum von rund 10 Jahren gesagt, es soll keine europäische Verteilung von Flüchtlingen. Und dann hat sich die Situation dadurch geändert, dass Hunderttausende Menschen nach Deutschland gekommen sind. Und dann haben wir in Deutschland unsere Position geändert und gesagt, ja, bei einer so großen Herausforderung müssen wir europaweit verteilen. Ich halte das auch für richtig im Prinzip. Aber selbstverständlich ist es dann so, dass nicht alle Staaten, die bisher mit uns gemeinsam gegen eine solche Verteilung eingetreten sind, über Nacht ihre Meinung ändern. Darüber muss diskutiert werden. Das tun wir auch. Ich glaube, dass die Europäische Union gerade dabei ist, beim Thema Flüchtlingspolitik zu lernen und sich zu entwickeln. Ja. Das wird in einem halben Jahr anders aussehen als heute. Ich sehe Ich möchte noch eine letzte. Im Europäischen Parlament, die sind ermutigend. Und lassen Sie uns doch mal
diese Diskussionen in den nächsten Monaten fortführen. Wir haben jedenfalls deutlich gemacht, dass wir zu unserem humanitären Imperativ stehen und dass wir auch möchten, dass es zu einer gesamteuropäischen Lösung kommt, weil wir gemeinsam mehr schultern können, als wenn nur ein oder zwei Länder sich beteiligen. Ich möchte noch eine letzte Frage zur Türkei stellen und dann gehen wir ein bisschen weiter in der Diskussion. Erdogan, den Präsidenten kann man auch als Autokraten bezeichnen. Er lässt Journalisten verhaften. Wir haben das jetzt vor ein paar Tagen erlebt mit der Satire Extra 3, die zu diplomatischen Verwicklungen geführt hat. Er bekämpft die Kurden im eigenen Land mit schwerem Gerät, also wirklich mit schweren Waffen. Es gibt Berichte, es gibt Bürgerkrieg, kann man es auch nennen. Es gibt Berichte von Amnesty International, dass Erdogan Syrer zurück nach Syrien schicken lässt, also abschieben lässt ins Kriegsgebiet. Und jetzt soll dieser Mann im Grunde die Drehscheibe für Schutzsuchende für die EU managen. Was qualifiziert ihn dazu oder anders gefragt, warum ist die Türkei ein sicherer Drittstaat? Zunächst einmal bitte ich herzlich um Verständnis, dass ich nicht andere Regierungen qualifiziere. Das habe ich in der Vergangenheit nicht getan, auch bei ganz anderen Ländern nicht. Die Bundesregierung hat sich, was Menschenrechte angeht und was Grundfreiheiten angeht, hat immer eine sehr deutliche Sprache gesprochen und das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Aber dann wirklich zum Staat gefragt, nicht zum Menschen, Erdogan, warum ist die Türkei ein sicherer Drittstaat? Da gibt es ja Kriterien, die sozusagen eingehalten werden müssen. Warum? So, darüber sprechen wir ja. Darüber sprechen wir ja mit den türkischen Behörden und mit den türkischen, mit dem UNHCR, mit Griechenland, mit allen Beteiligten. Und für die Frage, ob man im Hinblick auf die Aufnahme von Flüchtlingen, die Rücknahme von Flüchtlingen, ein sicherer Drittstaat ist, dafür gibt es inhaltliche Kriterien und inhaltliche Anforderungen. Und genau darüber wird gesprochen. Und ich habe vorhin gesagt, ich glaube, dass die Türkei insgesamt ein sicherer Drittstaat ist. Trotzdem gehen wir selbstverständlich auch Vorwürfen und Behauptungen nach. Also beispielsweise das, was Sie zitiert haben von Amnesty International. Das ist eine Frage, die selbstverständlich auch mich interessiert und wo wir uns als Bundesregierung natürlich auch kümmern, wie wir uns auch bei allen anderen Fragen, wie mit Flüchtlingen umgegangen wird, kümmern. Und wenn es dazu kommt, dass die Türkei als sicherer Drittstaat von Griechenland, das ist eine Frage, die Griechenland in allererster Linie entscheiden muss, anerkannt wird, und wenn wir das gemeinsam tragen und wir werden immer auch überprüfen, ob diese Einschätzung aufrechterhalten bleiben kann oder nicht. Vielleicht das ist eine nicht bedingungslos, sondern es hängt davon ab, dass die Menschen auch tatsächlich so behandelt werden, dass die Türkei für sie ein sicherer Drittstaat ist. Alles klar, ist angekommen. Vielleicht eine kleine philosophische Frage zwischendurch. Gehört das eigentlich zu den Dilemmata der Flüchtlingspolitik, dass es keine Lösung gibt, bei der man sich nicht die Hände schmutzig macht? Also jeder versucht im Grunde, die moralischen Fragen und die moralischen Probleme bei anderen abzuladen. Ich weiß gar nicht, ob wir uns die Hände schmutzig machen. Ich versuche das jedenfalls in meiner Arbeit, wo es irgendwie geht, zu vermeiden und versuche, die europäischen Werte, die deutschen Werte, die Anforderungen der Genfer Konvention des deutschen Grundgesetzes zu vereinbaren mit der konkreten Situation, mit der wir konfrontiert sind. Und es ist kein Dilemma, aber es ist ein Gegensatz. Auf der einen Seite ist Humanität nicht kontingentierbar. Und deshalb haben wir, das ist auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, dass wir in Deutschland keine Obergrenze wollen. Das ist einer der Gründe, warum wir sagen, wir wollen zwar die Zahl der Flüchtlinge reduzieren, aber wir haben nicht gesagt, dass wir Leute an der Grenze abweisen. Wir versuchen dort, wo wir helfen können, auch tatsächlich zu helfen. Und trotzdem wird jeder, der ein wenig mit praktischer Politik schon mal zu tun hatte, auf der Ebene der Gemeinde und der Städte, wissen und einräumen müssen, dass unsere Aufnahmefähigkeit zwar groß ist und unsere Schultern stark sind,
und dass es trotzdem aber auch Belastungssituationen gibt, wenn es darum geht, Flüchtlinge unterzubringen, wenn es darum geht, zu verhindern, dass es zu einem Verdrängungswettbewerb kommt mit Menschen mit niedrigem Einkommen, wenn es darum geht, Flüchtlinge zu integrieren, ihnen die deutsche Sprache, berufliche Integrationsmaßnahmen zugutekommen zu lassen. Das alles stößt auf sehr konkrete praktische Schwierigkeiten. Und unsere Städte und Gemeinden haben das wirklich sehr großartig gemacht. Und trotzdem, wenn Sie sich umschauen, es gibt viele Kommunen, wo Flüchtlinge über Monate in Turnhallen und in großen Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden müssen, weil kein anderer Wohnraum zur Verfügung steht. Und dann können Sie die Frage stellen, ja, können unbegrenzt neue Flüchtlinge kommen? Dann wird man sagen, irgendwo gibt es Realitäten und trotzdem wäre es falsch, eine Obergrenze zu bestimmen. Ich habe das vorhin ganz klar und deutlich gesagt. So, und in diesem Spannungsfeld müssen wir versuchen, eine Politik zu formulieren, die dann vielleicht auch für andere Länder funktionieren kann. Ich habe, wenn ich das zum Schluss sagen darf, vor etwa 3 Wochen, als Mark Zuckerberg von Facebook in Deutschland war, mit ihm länger diskutiert. Und er hat sich ausgesprochen intensiv für die Flüchtlingspolitik interessiert. Und am Tag darauf hat er dann in einer öffentlichen Veranstaltung gesagt, er ist der Auffassung, die deutsche Flüchtlingspolitik sollte ein Vorbild sein für die Politik in den USA. Das hat er nicht gemacht. Das heißt, Sie haben durchschlagende Wirkung entfaltet. Das ist seine persönliche Überzeugung, bitte. Sie haben sozusagen durchschlagende Wirkung entfaltet, eine Stunde Gespräch mit Herrn Zuckerberg und er sagt, wir müssen uns Deutschland zum Vorbild nehmen. Nein, ich glaube nicht, dass es meine Leistung war, sondern Herr Zuckerberg kam in dieses Gespräch und hat sich für das Thema Flüchtlinge interessiert. Ich habe die Erfahrung gemacht, nicht einmal, sondern mindestens 10 oder 15 Mal, dass es ein unglaublich großes Interesse von Politikern, von Menschenrechtsaktivisten in vielen Ländern der Welt gibt an dem, was in Deutschland gemacht wird und dass darüber auch zu Hause in diesen Ländern diskutiert. Okay. Und wenn es dazu führt, dass dann vielleicht auch in den USA und in Kanada, in Australien, vielleicht in den Staaten der Golfregion, vielleicht in anderen Ländern Menschen aufgenommen werden und Flüchtlinge Schutz bekommen, dann kann man diese Probleme möglicherweise auch besser lösen, weil sich mehr Länder daran beteiligen. Das ist keine Frage, die man per Ordre de Mufti regeln kann, aber es ist eine Frage der Bewusstseinsbildung und die ist im Augenblick voll im Gang. Sie haben, als wir über die Türkei gesprochen haben, mehrfach darauf hingewiesen, dass es darum geht, das Schleppertum auszuhebeln. Und das ist wirklich, würde ich sagen, einer der großen Vorteile dieser Regelung, dass im Grunde Schleppern das Geschäftsmodell zerstört wird. Nun ist aber das Schleppertum ja eine profitable Branche und in vielen Staaten wirklich etabliert mit Strukturen, mit Leuten, die mitmachen an den Küsten, mit, ich habe neulich eine Reportage gelesen aus einem türkischen Dorf, wo sozusagen die Jugendlichen dann die Leute mit Schlauchbooten zum Treffpunkt gefahren haben, wo die dann auf die größeren Schiffe gegangen sind und so weiter. Und wie das mit Branchen so ist, also der Profit sucht sich seinen Weg. Das heißt, die Leute werden ja jetzt nicht plötzlich aufhören zu arbeiten, die Schlepper, sondern die werden sich andere Wege suchen. Und es gibt dafür schon Evidenz. Also neulich gab es eine Meldung, dass das italienische Innenministerium meldet, die Zahl der Migranten sei sprunghaft angestiegen, die sozusagen an italienischen Küsten anlanden. Es gibt Hinweise, dass über Schwarze Meer auch Routen möglich sind in Richtung Deutschland natürlich. Also sozusagen es gibt Ausweichbewegungen. Was ist die Antwort auf diese naturgemäße Folge dessen, dass der Weg Griechenland-Türkei oder sozusagen diese Verbindung zu ist? Was ist die Antwort darauf? Die EU kann ja nicht ihre kompletten Außengrenzen zumachen oder absichern. Also muss man nicht damit leben, dass im Grunde sich jetzt die Ströme, also wenn man diese fiese Metapher nehmen will, dass sich die Ströme einfach verlagern? Ich glaube, dass es Schlepper geben wird, solange es nicht eine weltweite Freizügigkeit gibt. Eine weltweite Freizügigkeit wird es nicht geben können, solange es ganz unterschiedliche Lebensbedingungen gibt. Das heißt, wenn Sie sagen, Luxemburg beispielsweise als Land mit 300
400.000 Einwohner soll Freizügigkeit weltweit gewähren, dann wären die sehr bald in einer hoffnungslosen Minderheit. Deshalb würde es diese Freizügigkeit nicht geben. Und solange es das nicht gibt, wird es Menschen geben, die versuchen, mit der Not anderer Menschen Geld zu verdienen. Was mich am meisten in meiner ganzen politischen Karriere berührt hat, war, als wir die Schengen-Erweiterung machten für die 10 neuen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, war eine Voraussetzung ein funktionierender Schutz der Außengrenzen. Ich habe mich damals überzeugt in der Slowakei, in Kosice, an der ukrainisch-slowakischen Grenze von den dortigen Grenzsicherungsmaßnahmen. Und da war ich in einem Detention Center. Und ich kann wirklich einiges wegstecken, aber da saßen in einem Detention Center und warteten auf ihre Rückführung 6 junge Leute aus Mauretanien. Die waren von Menschenhändlern geschleust worden aus Mauretanien quer über Afrika, durch halb Asien und dann von der Ukraine über die Slowakei nach Frankreich gebracht zu werden. Und an der ukrainisch-slowakischen Grenze wurden sie aufgegriffen und sie wurden dann wieder abgeschoben und zurückgeführt. Der Traum war zu Ende, das Geld war weg, die Schlepper waren reich und die Flüchtlinge standen mit leeren Händen da. So etwas lässt einen nicht kalt und trotzdem müssen sie gegen Schlepper vorgehen und sie müssen sie bekämpfen, weil es keine humane Art und Weise ist, humanitäre Probleme zu lösen. Ich möchte eine letzte Frage zur Außenpolitik stellen, bevor wir in die Innenpolitik gehen. Und das ist jetzt eine sehr nette Frage, das muss ja auch mal sein. Bei allen Kritikpunkten, die man an der Türkei-Vereinbarung haben kann, also bei aller berechtigten Kritik, muss man nicht sagen, dass es ein historischer Erfolg der Bundeskanzlerin ist, dass wir überhaupt noch eine existierende EU haben, in der sich jetzt sozusagen alle Staaten hinter eine Lösung versammeln. Ist das nicht, also als Linksliberaler findet man das alles ja schnell unmenschlich, was da jetzt passieren soll, aber sozusagen ist es nicht schon ein Erfolg an sich, dass die EU weiter existiert? Ja, die EU ist keine Selbstverständlichkeit und sie ist international bis heute einzigartig geblieben. Aber sie hat dazu beigetragen, dass zwischen EU-Staaten keine Kriege mehr geführt werden. Sie hat dazu beigetragen, dass wir ein weltweit einmaliges Wohlstandsniveau erreicht haben. Aber sie muss jeden Tag neu verteidigt werden. Das war auch schon so in der Euro- und Staatsschuldenkrise, die 2010 ausgebrochen ist. Und damals war es auch eine Entscheidung der Bundesregierung unter Führung dieser Bundeskanzlerin zu sagen, wir stellen zwar harte Forderungen, aber wir wollen alle Länder, die im Euro sind, auch im Euro behalten. Und das war eine Herausforderung, von der viele sagten, ihr werdet es nicht schaffen. Inzwischen stellen wir fest, dass die meisten Länder wieder aus dem Programm ausscheiden konnten, weil sie stabilisiert sind. Und auch Griechenland ist bis heute im Euro. Und in der Flüchtlingssituation gab es die große Gefahr von Anfang an, dass beispielsweise in den Staaten des westlichen Balkans sich enorme Konflikte aufstauen werden, wenn es um die Frage der Flüchtlingspolitik geht. Wir haben alles getan, um das zu verhindern. Wir haben alles getan, den Laden beieinander zu halten. Und ich sage Ihnen auch, wir werden auch dazu beitragen, dass Griechenland nicht alleine bleibt mit dieser Flüchtlingsherausforderung. Und deshalb engagieren wir uns auch mit erheblichem Aufwand in Griechenland vor Ort, um diesem Land zu helfen. So, jetzt haben sich also alle EU-Partner zumindest gestellt hinter diese Einigung. Jetzt müssen die nur noch Horst Seehofer ins Boot kriegen und dann wird es vielleicht was. Ich möchte Sie ein bisschen jetzt zu Integration befragen oder zu der Frage, wie schaffen wir es eigentlich, ein gedeihliches Zusammenleben in Deutschland zu ermöglichen? Welche Chance steckt in den Menschen, die zu uns gekommen sind? Und vielleicht können Sie anfangs mal ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen. Sie haben es gerade schon gemacht mit diesem einen Beispiel, mit den 6 Leuten, die ihr Geld an die Schlepper verloren haben. Aber Sie sind viel unterwegs. Wie begegnen Ihnen die Menschen, wenn Sie zum Beispiel in einer Flüchtlingsunterkunft zu Besuch sind? Die schnallen ja dann, da kommt jetzt ein wirklich wichtiger Mensch, ne? Das BKA geht mal vor und räumt den Weg frei und dann kommt Peter Altmaier. Und was passiert dann? Ich will vorweg schicken. Wenn man 1 Million Flüchtlinge aufnimmt, darunter vielleicht 400.000, 450.000 aus Syrien, dann ist das auch ein Querschnitt einer Bevölkerung,
Es ist wie eine Großstadt. Da sind Nette und weniger Nette, da sind Intelligente und weniger Intelligente, da sind solche und solche mit dabei. Und trotzdem sage ich Ihnen, dass mein Eindruck von den Besuchen in den Aufnahmeeinrichtungen, sowohl an der deutsch-österreichischen Grenze, da war ich in Passau, und wie auch innerhalb Deutschlands ein sehr positiver ist. Diese Menschen, die zum Teil ja alles verloren haben, außer die paar Kleider, die sie mitschleppen, ein paar T-Shirts in der Tasche und vielleicht noch ein paar hundert Dollar, die sie gerettet haben. Diese Menschen haben ein enormes Vertrauen in Deutschland. Sie haben ein enormes Vertrauen in Europa. Und viele von ihnen möchten auch einen neuen Anfang machen. Sie möchten nicht ihre Wurzeln verlieren, aber sie möchten einen neuen Anfang machen. Sie sind bereit, sich auf dieses Land, auf seine Kultur einzulassen. Sie wollen Deutsch lernen und dabei müssen wir ihnen helfen, dabei müssen wir sie unterstützen. Das ist der Grund, warum wir in der Bundesregierung ein Integrationskonzept erarbeiten werden, gemeinsam mit den Ländern, wenn es irgendwie geht, aber auch in unserer eigenen Verantwortung als Bundesregierung. Warum hört man solche schönen Geschichten oder solche mutmachenden Geschichten so selten aus der Koalition? Ich habe den Eindruck, das ist jetzt wirklich meine persönliche Meinung, dass wir in dem letzten halben Jahr vor allem einen sehr ängstlichen Diskurs hatten innerhalb der Koalition. Also auch befördert natürlich auch durch den Streit zwischen Herrn Seehofer und Frau Merkel und der CDU. Also es gibt da einfach verschiedene Meinungen, aber die Flüchtlinge oder die Geflüchteten wurden vor allem als Problem thematisiert, also als Menschen, die man irgendwie, die sich hier anpassen müssen, die unsere Werte teilen müssen. Mir persönlich wären die Werte völlig egal, solange sie sich ans Grundgesetz halten, aber dann werden da irgendwelche Sachen gesagt, die sie noch tun müssen. Es geht um Schwimmbäder, wo sozusagen die Leute nicht reinkommen sollen dürfen. Also man hat das Gefühl, in der Koalition, aber korrigieren Sie mich, herrscht dieser Angstdiskurs vor. Also wir müssen irgendwie die Zahlen runterdimmen, wir müssen die Leute daran hindern, zu uns gekommen, wir müssen sie vielleicht auch wieder loswerden, es werden dann Asylrechtsverschärfungen beschlossen. Mir fehlt so ein bisschen dieses Mutmachende, also dieses, hey, das ist doch eine Chance und die Leute sind jetzt da, also es ist ein Faktum, wir müssen mit ihnen umgehen. Warum stellen Sie, und da nehme ich Sie jetzt Sie ausdrücklich aus, warum stellen sich so selten Koalitionspolitiker hin und erzählen mal so eine nette Geschichte, wie Sie das gerade getan haben? Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass diese Frage in der Bevölkerung insgesamt ganz unterschiedlich gesehen wird. Es gibt Hunderttausende von Menschen, die freiwillig helfen. Es gibt Menschen, die spenden. Es gibt Menschen, die Flüchtlinge betreuen, ihnen bei Behördengängen behilflich sind. Und es gibt umgekehrt auch viele Menschen, die AfD wählen oder andere Parteien wählen, weil sie mit der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung nicht einverstanden sind. Und diese unterschiedlichen Auffassungen gibt es selbstverständlich auch im politischen Diskurs. Ich lege allerdings großen Wert darauf, dass es nicht nur zwischen CDU und CSU manchmal zu unterschiedlichen Tönen und Dissonanzen kommt, sondern ich könnte Ihnen jetzt seitenlang Boris Palmer zitieren, das ist der Oberbürgermeister einer netten, schönen Stadt in Baden-Württemberg und er ist von den Grünen. Aber Sie werden zugeben, dass Herr Palmer immer noch Oberbürgermeister ist und nicht Teil dieser Bundesregierung. Das ist schon ein qualifizierender Unterschied zu CSU. Er ist Oberbürgermeister von Tübingen, aber auch die Grünen haben es sozusagen nicht geschafft, ihn davon zu überzeugen, dass er die positiven Dinge in den Vordergrund stellt und nicht immer nur die negativen Dinge. Ich finde, wir müssen Realisten sein. Aber Herr Altmaier, Sie sind in der Bundesregierung und die CSU und die CDU, die streiten sich wie die Kesselflicker. Also wir müssen das ja jetzt hier nicht wiederholen, Herrschaft des Unrechts und so. Also Herr Seehofer ist ja still geworden, seitdem im Raum steht, dass es nur 72.000 werden. Aber Sie können doch jetzt nicht wirklich ernsthaft abstreiten, dass der massive, dominierende Konflikt in ihrer Schwesterpartei und in ihrer Partei liegt. Und natürlich bewirkt eine solche Diskussion auch einen Diskurs. Ich habe doch gar nicht abgestritten, dass es unterschiedliche Positionen gibt. Ich sage allerdings auch, diese Flüchtlingspolitik, die wir gemacht haben im ganzen letzten Jahr und auch bis heute, diese Flüchtlingspolitik ist als von der Bundesregierung insgesamt getragen und verantwortet worden, übrigens auch von allen 16 Ministerpräsidenten. Wir haben alle 4 Wochen im Schnitt
ein Treffen der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin. Und bisher, das halte ich übrigens für eine der wirklich ermutigenden Erfahrungen meiner politischen Tätigkeit. Ich kann mich an Jahre erinnern, wo im Bundesrat eine riesige Blockade herrschte zu Fragen des Ausländerrechts und der Ausländerpolitik. Wir haben in der Flüchtlingspolitik alle Beschlüsse mit 16-0 gefasst. Unter einem Schluss Thüringens und Brandenburgs mit Regierungsbeteiligung sogar der Linken, aller rot-grünen Koalitionen, unter Einschluss Bayerns, unter Einschluss Baden-Württembergs. Wir haben dort eine große Mehrheit in allen wichtigen Gesetzgebungsvorhaben, in allen wichtigen Entscheidungen der Flüchtlingspolitik, dass es darüber hinaus zwischen der CSU und der CDU unterschiedliche Beschlusslagen gibt. Das kann ich nicht bestreiten, das kann jeder im Internet recherchieren, das weiß auch jeder, aber Sie werden verstehen, dass ich mich auf die positiven Elemente konzentriere. Die sind mir nämlich am wichtigsten. Dafür haben wir alles Verständnis der Welt, Herr Altmaier, dass Sie die positiven Beispiel nehmen. Das verstehen wir natürlich, das ist auch Ihre Aufgabe. Ich hatte das Gefühl, nochmal ein persönliches Gefühl oder eine Analyse, dass die Kanzlerin den Türkei-Deal, nehme ich jetzt wirklich aus, aber dass die Kanzlerin über weite Strecken in Europa wie eine echte Weltpolitikerin agiert hat. Also das war vielleicht auch Ausdruck dieser Taz-Titelseite Kanzlerin der Herzen. Als Linksliberaler kommt man nicht umhin, das auch wertzuschätzen, was sie da geschafft hat über weite Strecken. Gleichzeitig hat die Koalition innenpolitisch aus meiner Sicht kleinkariertes und kleingeistiges Zeug beschlossen. Also ich sage Ihnen nur mal ein Beispiel aus der Asylrechtsverschärfung. Da wird gesagt, die Leute, die sich hier an Sprachkursen beteiligen wollen, also die sich integrieren wollen, denen ziehen wir jetzt mal 10 Euro ab. Und das hat man dann so doch nicht gemacht, sondern hat einfach gesagt, wir ziehen pauschal allen 10 Euro ab, weil es irgendwie die Logik sich doch nicht so erklärt hat. Also das ist natürlich kompletter Quatsch in jeder Hinsicht. Ne? Also es schadet den Menschen, die hier sind, also den Flüchtlingen, weil die sich nicht gewertschätzt fühlen. Es ist noch nicht mal ein Symbol an die AfD-Leute. Es hat auch keinerlei abschreckenden Effekt. Also die Vorstellung, dass ein Mann, der in Aleppo ausgebombt wurde, dass er sich denkt, huch, jetzt kriege ich in Deutschland 10 Euro weniger, jetzt komme ich nicht mehr. Diese Vorstellung hat ja selbst Horst Seehofer nicht. Und da könnte ich Ihnen jetzt noch wirklich 10 Beispiele sagen aus diesen Asylrechtsverschärfungen, die alle so eine bürokratische Engherzigkeit atmen. Und das kombiniert mit der Kanzlerin, die außenpolitisch wirklich teilweise ganz gut handelt. Können Sie das ein bisschen nachvollziehen, dieses Gefühl? Also auch wenn Sie sich auf die positiven Aspekte jetzt konzentrieren werden. Ich kann nachvollziehen, dass einzelne Beschlüsse, die wir getroffen haben, umstritten sind und unterschiedlich bewertet werden. Bin allerdings fest überzeugt, und das entspricht auch meinen Erfahrungen, die ich im Gespräch mit vielen Flüchtlingen persönlich gemacht habe. Der Umstand, dass da jetzt 10 Euro abgezogen werden, hat nicht zur Folge, dass der Flüchtling sich weniger gewertschätzt fühlt. Die Frage der Wertschätzung ist die Frage, wie die Helfer und wie die Verantwortlichen in den Gemeinden mit den Flüchtlingen umgehen. Meine Erfahrung ist, dass es in den allermeisten Fällen viel besser funktioniert, als wir uns das erträumt hätten. Der zweite Punkt ist, viele von den Beschlüssen, die Sie kritisieren, ich vermute mal, dass Sie auch auf die Frage der Taschengeldkürzungen und die Frage der Sachleistungen in den Erstaufnahmeeinrichtungen abstellen. Das war ja im letzten Herbst sehr umstritten. Wir haben es dann trotzdem mit sehr großer Mehrheit und den rot-grünen Stimmen auch im Bundesrat verabschiedet. Das hatte sich im Übrigen ja sehr stark bezogen auf die vielen, vielen Flüchtlinge, die kamen aus den Westbalkanstaaten, aus Serbien, aus Mazedonien, aus Kosovo, wo es keinen Bürgerkrieg und keine politische Verfolgung gab und gibt und wo wir gesagt haben, wenn wir denen helfen wollen, die wirklich in Not sind, das sind vor allen Dingen die Flüchtlinge aus Syrien. Im Irak ist es besser geworden, aber noch nicht so, dass die Probleme gelöst sind. Und es gibt übrigens auch andere Länder, wo Menschen verfolgt werden und es gibt auch andere Länder, wo Bürgerkriege herrschen, wo wir helfen müssen. Dann haben wir gesagt, dann müssen wir aber versuchen, jedenfalls die ungerechtfertigte Migration aus dem westlichen Balkan zu begrenzen. Und durch diese Maßnahmen, so sehr Sie sie vielleicht im Einzelfall hinterfragen, aber durch diese Maßnahmen und durch
die Einstufung dieser Länder als sichere Herkunftsländer, ist die Zahl der Flüchtlinge aus diesen Ländern sehr stark zurückgegangen. Wir hatten etwa 200.000 im ersten Halbjahr und es sind im zweiten Halbjahr, legen Sie mich jetzt nicht auf Heller und Pfennig fest, aber es sind noch einige Tausend gewesen. Das ist um den Faktor 10 etwa zurückgegangen. Ich möchte mal ein Signal ans Publikum senden. Meine Damen und Herren, wir starten gleich in die Fragerunde. Also es ist jetzt 6 Uhr, wir haben noch eine halbe Stunde. Ich würde jetzt mit Herrn Altmaier noch 2 Fragen klären, was vielleicht jetzt noch passieren muss, um die Menschen hier gut aufzunehmen. Und Sie können sich schon mal langsam in Position bringen. Also wer eine Frage hat, kann sich an die beiden Mikrofone stellen. Und wir versuchen das Prinzip der Quotierung, was in der Taz sehr hoch gehalten wird, also Mann, Frau abwechselnd, versuchen wir durchzuhalten. Das heißt, es wäre schön, wenn Sie sich schon entsprechend sortieren könnten vielleicht. Und an Sie, Herr Altmaier, nochmal die nach vorne gewandte Frage vielleicht, was muss jetzt passieren? Also, ich hatte gerade ein Podium, da wurde gesagt, mehr Geld. Also mehr Geld für Integrationskurse, mehr Geld für Erzieher, für Sozialarbeiter an den Schulen, mehr Geld für sozialen Wohnungsbau. Mehr Geld, sagt die Union, wenn ich sie richtig verstehe, och nö, nicht so wirklich. Wir schützen erstmal die schwarze Null, also wir versuchen alles im bestehenden Haushaltsrahmen umzusetzen. Warum? Also Frage, ist mehr Geld die Antwort oder was muss passieren? Also die Frage der schwarzen Null ist für uns tatsächlich sehr wichtig als Union. Und ich bin persönlich davon auch wirklich zutiefst überzeugt. Wir haben in der ersten großen Koalition beschlossen, dass es eine Schuldenbremse gibt. Wir haben den Haushalt konsolidiert, das ist damals sehr stark kritisiert worden. Aber wir haben festgestellt, dass wir inzwischen zum ersten Mal seit über 40 Jahren, zum dritten Mal in Folge eine schwarze Null haben und dass wir nicht weniger, sondern mehr Geld verfügbar haben. Im letzten Jahr gab es einen Haushaltsüberschuss beim Bund von rund 12 Milliarden Euro. Dieses Geld geben wir im allergrößten Teil aus, um die Folgen der Flüchtlingssituation zu bewältigen. Dieses Geld geht an Länder, geht an Kommunen. Dieses Geld wird vom Bund für Sprachkurse ausgegeben. Also wir investieren in die Betreuung und in die Integration ganz enorme Mengen und wir glauben, dass wir die Herausforderung, um die es geht, so lösen können, dass wir die schwarze Null nicht zur Disposition stellen. Was war immer die Partei der finanzpolitischen Stabilität. Das ist bei der Taz nicht so populär wie bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in der Wirtschaftsredaktion. Ich weiß das und trotzdem wiederhole ich es auch vor diesem Auditorium, weil ich von der Sinnhaftigkeit einer vernünftigen Haushaltspolitik zutiefst überzeugt bin. Ich halte das für nachhaltig. Wobei ich tatsächlich behaupten würde, dass die Taz der Koalition in finanzpolitischer Hinsicht einiges vormachen könnte. Also wir schaffen es seit 30 Jahren zu überleben mit sehr knappen Mitteln und immer noch weiter zu investieren. Sie haben nicht sogar, als ich 1997 als junger Wilder und in der schwarz-grünen Pizza Connection war, mal so geschockt, als es hieß, wenn jetzt nicht 10.000 neue Abonnenten gewonnen werden, und da muss die Taz eingestellt werden, dass sogar ich damals die Taz abonniert habe. Ich habe damals noch nicht gewusst, dass so eine Aktion regelmäßig alle 2-3 Jahre stattfindet und zu den größten Erfolgen der Zeitung gehört. Im Übrigen, ich habe ja mit dem Kollegen Christian Ströbele manchmal zu tun, auch in anderen Dingen. Der Christian Ströbele, der würde die Taz wahrscheinlich noch im Kartoffeldruck verlegen, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Ich bin jedenfalls froh, dass die Zeitung hier ist und wenn wir in puncto finanzieller Solidität von Ihnen lernen können, nur zu. Vielleicht können Sie den Finanzminister kostenlos Wir versuchen mal einen Termin mit unserem Geschäftsführer hinzubekommen. Ich bin da ein bisschen skeptisch, aber wir probieren es. Ich wollte Sie noch fragen, das ist jetzt so ein bisschen ins Finanzielle abgerutscht. Eigentlich wollte ich Sie fragen, was muss passieren? Also was ist aus Ihrer Sicht, natürlich macht die Regierung ganz viel und natürlich ist es auch alles gut, aber würden Sie sagen, es gibt einen zentralen Punkt in dem nächsten halben Jahr, der noch fehlt in der deutschen Politik und der dringend passieren muss? Ich glaube, es gibt nicht einen zentralen Punkt, es gibt 3 oder 4. Der erste Punkt ist, dass wir Menschen vernünftig unterbringen. Das heißt, wenn klar ist, dass sie in Deutschland Schutz genießen, dann müssen sie raus aus den Gemeinschaftsunterkünften und müssen untergebracht werden, nach Möglichkeit dort, wo sie mit anderen zusammenkommen, mit denen sie Deutsch sprechen können, wo sie in einer Umgebung leben, wo es keine
Ghettobildung gibt, das halte ich für einen wichtigen Punkt. Deshalb diskutieren wir jetzt im Übrigen auch über diese sogenannte Wohnsitzauflage. Es ist ja so, wenn jemand irgendwo Arbeit findet, hat er sowieso Freizügigkeit, wenn er anerkannt ist. Auch schon als Asylantragsteller nach 3 Monaten haben wir die Residenzpflicht gelockert. Das haben wir im vorletzten Jahr mit den Grünen vereinbart. Aber wir sagen, wenn er dann anerkannt ist und er hat noch keine Arbeit gefunden, dann wollen wir, dass nicht alle in die Städte ziehen und dass nicht alle dann, egal ob sie Arbeit haben oder nicht, sozusagen in sehr engen nationalen Bezügen leben, sondern wir möchten gerne, dass die Menschen die Möglichkeit des Kontakts mit denen, die schon hier sind, haben. Der zweite Punkt ist, kommunizieren und interagieren kann man dann, wenn man die Sprache spricht. Die Flüchtlinge, die ich getroffen habe, die sind alle in hohem Maße interessiert, die deutsche Sprache zu lernen. Und deshalb geben wir mehr Geld für die Deutschkurse aus. Es wird aber auch sehr viel von freiwilligen Initiativen geleistet. Ich finde das klasse. Und wenn ich dann junge Flüchtlinge treffe und sie imstande sind, schon nach wenigen Wochen die ersten Sätze auf Deutsch zu formulieren, und dann finde ich das sehr ermutigend. Der dritte Punkt wird sein, wir müssen die Menschen in Arbeit bringen. Weil ich glaube, dass die beste Integration ist, wenn man mit Arbeitskollegen zusammen eine konkrete Aufgabe erfüllt und erledigt und dann auch sozusagen dieses Land am besten kennenlernt. Das dient der Selbstverwirklichung. Und da werden wir noch einiges tun müssen. Es ist nicht so, dass alle Flüchtlinge vom ersten Tag an arbeiten können, auch nicht dann, wenn sie Deutsch lernen, sondern wir werden viele auch qualifizieren müssen. Das Geld, was wir aber jetzt ausgeben, um sie zu qualifizieren, dieses Geld werden wir später sparen, wenn sie dann imstande sind, auch in ihrem angestammten Beruf zu arbeiten, wenn sie imstande sind, eine Lehre zu absolvieren und nicht ihr ganzes Arbeitsleben als ungelernter Arbeiter irgendwo schlecht bezahlte Tätigkeiten. So, meine Damen und Herren, jetzt kommen Sie dran. Ich würde vorschlagen, wir machen das so, dass wir vielleicht 3 bis 4 Fragen sammeln und Herr Altmaier dann, obwohl, nee, Moment, das ist Quatsch. Ich glaube, wir machen das ein bisschen schneller, weil sonst redet Herr Altmaier eine Viertelstunde am Stück, wenn er 4 Fragen beantworten muss. Und dann ist es auch schon zu Ende. Deswegen starten wir jetzt mit Ihnen da vorne am Mikrofon. Herr Altmaier, Sie müssen mir ein Signal geben, ob Sie das akustisch mitbekommen, was hier gesagt wird, sonst wiederhole ich die Frage noch. Ja, mache ich. Guten Tag, Herr Altmaier. Mein Name ist Lena Vollmer und ich bin gerade ganz am Anfang meines Jurastudiums und vielleicht auch deswegen aufgrund Unwissen an einer Ihrer Aussagen zum EU-Türkei-Deal hängen geblieben. Also Sie sagen, wir sind da im Gespräch bezüglich der Frage, ob die Türkei ein sicherer Drittstaat ist. Aber der Deal ist ja bereits geschlossen und solange können wir doch auch aus humanitärer Sicht nicht annehmen, die Türkei sei sicher, denn das könnte ja potenziell lebensgefährlich sein. Sollten wir nicht vom Gegenteil ausgehen? Und wenn wir eben sofort gehen, wie wir das jetzt gerade tun, verstoßen wir da nicht vielleicht gegen internationales Recht? Ich denke da besonders an das Prinzip des Non-Refoulement, also diesem Gebot, dass man Flüchtlinge nicht zurückschicken darf an Staaten, die für sie potenziell lebensgefährlich sind. Vielleicht können Sie mich da aufklären. Ja, erstens habe ich Sie ganz hervorragend verstanden. Zweitens haben Sie argumentiert wie jemand, der nicht Jura im Anfangsstudium betreibt, sondern mindestens 5 Semester Menschenrechtspolitik studiert hat. Und drittens ist es so, dass ich persönlich überzeugt bin, dass man aufgrund der Erfahrungen der letzten 2, 3, 4 Jahre sagen kann, dass die Türkei für Flüchtlinge grundsätzlich ein sicheres Drittland ist. Wir sind keine Fälle von staatlicher Schikanierung von Flüchtlingen oder Ähnlichem in großem Stil oder wie auch immer bekannt, aber es ist mir bekannt, dass Millionen von Flüchtlingen sich seit Jahren in der Türkei aufhalten und dass sich ihre Situation in den letzten Monaten sogar durch die gesetzlichen Änderungen, wenn es um Arbeitserlaubnis geht, verbessert hat. Trotzdem, und dann kommen wir zu dem Non-Refoulement-Verbot, trotzdem kann es Einzelfälle geben, wo dies anders ist. Und deshalb müssen die geprüft werden und wir müssen versuchen, sie so weit es geht auszuschließen. Darüber reden wir mit der Türkei, wenn es um die Implementierung, also um die Durchführung des Deals geht. Und im Übrigen, wir haben ja Gott sei Dank Gerichte in Griechenland, genauso wie in Deutschland und anderen europäischen Ländern,
Wir haben einen europäischen Gerichtshof. Und wenn immer irgendwo Zweifelsfälle auftreten, bin ich fest davon überzeugt, dass Amnesty International, dass Pro Asyl und andere dann auch dafür sorgen, dass die entsprechenden Verfahren durchgeführt werden. Also ich bin überzeugt, dass wir diesen Deal so umsetzen können, dass wir nicht gegen die Europäische Menschenrechtskonvention, dass wir nicht gegen die Genfer Flüchtlingskonvention verstoßen. Es tut mir leid, Sie können jetzt nicht mehr widersprechen. Wir können jetzt wirklich nur eine Frage pro Mensch genehmigen. Oder ich. Jetzt Sie, bitteschön. Danke. Ich stelle meine Frage einfach. Sie wollen die Flüchtlinge von Türkei nach Griechenland durch die Rückführung verhindern, was ja bereits in Anführungszeichen erfolgreich geschieht. Andererseits wollen Sie Kontingente von der Türkei direkt aufnehmen. Meine Frage ist, warum verquicken Sie diese beiden Punkte, was mir sehr menschenverachtend erscheint? Nein, wir verquicken ja nichts. Die Frage, was zusammenhängt, ist die Rückführung derer, die von Schleppern auf die griechischen Inseln gebracht werden, und die Aufnahme von Syrern 1:1 für jeden, der zurückgeführt wird, um klarzumachen, dass es uns nicht darum geht, unseren Verpflichtungen zu entfleuchen. Der zweite Punkt ist aber, dass die Kontingente davon unabhängig sind. Und die Kontingente, die werden dann im Laufe der nächsten Wochen und Monate mit der Türkei besprochen, die werden umgesetzt. Das ist das, was alle NGOs von uns seit vielen Jahren verlangt haben, dass wir nämlich Resettlement und Relocation betreiben im Rahmen von festgelegten Kontingenten. Wir haben das mal zur Zeit von Wolfgang Schäuble als Bundesinnenminister gemacht mit 2500 Flüchtlingen aus dem Irak. Und diese Flüchtlinge sind damals gemeinsam mit dem UNHCR, gemeinsam mit den deutschen Behörden ausgesucht worden. Sie sind nach Deutschland gebracht worden, sie wurden hier integriert. Das war ein großer Erfolg. Und das, was die Kirchen uns und auch Pro Asyl und andere immer sagten, war doch, macht das doch auf einer permanenten Basis. Warum macht ihr das nicht überall dort, wo es einen Bürgerkrieg gibt und so weiter? Dann würde man auf diese Weise auch ein Signal übrigens gegen Schlepper setzen, ohne dass die beiden Themen verquickt werden. Und genau das und genau das wollen und werden wir machen. Und das halte ich für richtig und ich glaube, dass es einen wichtigen Beitrag zur Lastenteilung leisten kann. Wunderbar. Frage beantwortet. Ich merke gerade übrigens, dass ich mich jetzt so ein bisschen aus dem Spiel genommen habe mit dieser Variante. Sie fragen, er antwortet. Also das heißt, es ist für mich eine ganz angenehme Geschichte. Ich könnte jetzt auch nach Hause gehen. Aber ich erteile immer so wechselweise das Wort und melde mich dann nochmal zum Schluss. Bitte schön, Sie. Danke für die Gelegenheit, Ihnen Fragen stellen zu dürfen, Herr Altmaier. Ich bin Senior Refugee Consultant, Flüchtlingsberaterin mit 27 Jahren Erfahrung in dem Bereich, auf allen Ebenen, übrigens auch politisch-parlamentarisch, aber das habe ich lange hinter mir gelassen, weil die Praxis viel spannender ist. Und aus der Praxis heraus interessante Gespräche mit Geflüchteten über unsere Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit in Deutschland. Und stellvertretend für Sie frage ich Sie, was hat es noch mit einem demokratisch verfassten Rechtsstaat zu tun, wenn in den letzten Monaten im Bundestag Gesetze im Eiltempo durchgewunken werden, die von der Bundesregierung, von den Ministerien verfasst werden und wovon manche Abgeordneten, das weiß ich persönlich von einigen, überhaupt nicht mehr verstehen, sondern nur noch abstimmen, ohne die Konsequenzen zu bedenken? Und zweite Frage, das sind dann die Konsequenzen in der Praxis vor Ort, in den Ländern. Was hat es mit einem demokratischen verfassten Rechtsstaat zu tun, wenn Landkreisverwaltungen im Alleingang meinen, diese Gesetze auf ihre eigene Art und Weise interpretieren zu dürfen und beispielsweise Flüchtlingen, weil sie das neue Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz eben nicht verstehen, radikal und nicht im Einzelfall, sondern flächendeckend, radikal die Hälfte der Sozialhilfe kürzen und uns dann hämisch und arrogant sagen, ja, wir sind ja ein demokratischer Rechtsstaat, das werden die Gerichte schon irgendwann entscheiden. Da habe ich große Bedenken, Herr Altmaier. Man muss der Fairness halber...
der Fairness halber sagen, dass Herr Altmaier jetzt schlecht für Landkreise sprechen kann, aber ja. Die anderen beiden Fragen also waren sehr klar. Ich kann selbstverständlich nicht für einzelne Landkreise oder Kommunen sprechen. Das muss vor Ort diskutiert und auch geklärt werden. Aber was die Gesetze angeht, die haben wir vereinbart mit allen 16 Bundesländern, darunter auch sehr viele, die rot-grün regiert waren, darunter auch zwei, wo die Linkspartei in der Regierung ist. Das ist alles keine Garantie, dass sozusagen nicht auch Fehler geschehen, aber ich habe keinerlei Hinweis darauf, dass irgendetwas von dem, was wir im Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz beschlossen haben, in irgendeiner Weise gegen das Grundgesetz verstoßen würde. Ich weiß aber, dass dieses Gesetz dringend notwendig ist, um die Unterbringung von Flüchtlingen zu verbessern, um Verfahren zu beschleunigen, um es den Kommunen und den Landkreisen zu ermöglichen, Hunderttausende von Menschen in ganz kurzer Zeit unterzubringen. Ich meine, man muss einmal sehen, wir hatten im September, Oktober die Diskussion, ob es nicht unter Umständen dazu kommt, dass Hunderttausende Flüchtlinge im Winter frieren, weil sie in Zelten sind, die nicht winterfest sind, weil sie kein Dach über dem Kopf haben. Und wir haben es am Ende geschafft, dass alle Flüchtlinge in winterfesten Unterkünften untergebracht waren, weil wir dieses Gesetz so schnell verabschiedet hatten. Das hat dazu beigetragen, dass viele Kommunen schneller handeln konnten. Und deshalb, ich glaube, das Gesetz war notwendig und richtig. Wenn es einzelne Punkte gibt, dann in der Tat werden sie gerichtlich überprüft werden. Wir haben uns noch nie einer gerichtlichen Feststellung widersetzt. Deshalb sind wir ja ein Rechtsstaat. Und deshalb hat auch jeder die Möglichkeit, dies dann vor Gericht zu überprüfen. Bitteschön. Ja, hallo, Herr Altmaier. Mein Name ist Meltem Asu. Ich bin Pressereferentin des Behandlungszentrums für Folteropfer in Berlin. Meine Frage wäre, Sie haben vorhin über den Haushaltsüberschuss gesprochen und gesagt, dass Sie viel Geld in die Integration stecken und drei Punkte genannt, die Ihnen am wichtigsten sind, und zwar Unterbringung, Spracherlernung und Arbeitsmarktintegration. Nun schaut es so aus, dass Herr Schulte vorhin auch erwähnt hatte, dass im Diskurs um geflüchtete Menschen vor allen Dingen ein Angstdiskurs herrscht und Sie haben über die Flüchtlingsherausforderungen gesprochen. Es wird aber im Diskurs sehr wenig über die Fluchtursachen gesprochen, die da wären: Krieg, Gewalt, Folter, Verluste. Und auch durch die schwierige Flucht können wir erkennen, dass viele Menschen, die ankommen, traumatisiert sind. Viele von ihnen haben auch eine posttraumatische Belastungsstörung. Und durch diese Krankheit ist es natürlich auch sehr schwierig, ich sag mal, die Integration, von der immer gesprochen wird, auch wirklich an dieser Integration teilnehmen zu können. Es gibt 36 psychosoziale Zentren in Deutschland und die sind alle unterfinanziert. Meine Frage ist, haben Sie in dem Bereich irgendwelche Vorstellungen? Ja, also zum einen ist es so, dass wir diese Zentren deshalb haben, weil in der Tat sehr viele Menschen auch traumatisiert sind, wenn sie Schlimmes erlebt und mitgemacht haben. Und manchmal ist auch die Flucht als solche Auslöser dafür, dass Traumata entstehen können. Und überall dort, wo das so ist, wollen wir versuchen, den Menschen zu helfen. Die Ausrüstung dieser Zentren ist, ich kann Ihnen das jetzt nicht am grünen Tisch beantworten, aber ich gehe mal davon aus, dass die meisten von diesen Zentren in freier Trägerschaft oder in kommunaler und in Landesträgerschaft bestehen und dass dann die Kosten für die Behandlung übernommen werden von demjenigen, der dafür zuständig ist, das heißt bis zur Anerkennung des Flüchtlings, in aller Regel von den Kommunen, und wenn der Flüchtling anerkannt ist, dann werden die Kosten übernommen von der gesetzlichen Krankenversicherung. Also ich glaube, dass an der Stelle eigentlich klar ist, wie die Kostenträgerschaft ist. Wenn ich irgendwelche Probleme übersehen haben sollte, dann kann ich Ihnen einfach nur vorschlagen, dass Sie vielleicht mir eine kurze E-Mail oder einen kurzen Brief schreiben, dann werden wir uns das anschauen.
Das mache ich gerne. Das ist ein Angebot, ja. So, wir müssen jetzt langsam, also wir müssen pünktlich um 19:30 Schluss machen, weil die nächste Veranstaltung auch hier so ein paar Feinheiten noch erfordert. Ich würde sagen, wir machen noch, da ist noch einer, da sind noch zwei, ja wunderbar, die kriegen wir alle noch unter, bitteschön. Und jetzt nicht mehr anstellen, also viel mehr schaffen wir dann nämlich nicht. Und Herr Altmaier, vielleicht die Bitte um kürzere Antworten, dann kriegen wir noch alle unter. Ach so. Kommen Sie dran. Mein Name ist Scheiner, ich bin schlichtes Mitglied der Grünen. Sie wissen sicher, Herr Altmaier, wie quälend es für viele Flüchtlinge und auch gerade ihre Familien, die Kinder ist, wie lange sie auf ihre Verfahren warten müssen. Und in dem Zusammenhang ist mir völlig schleierhaft, wie es dazu kommen konnte, dass der Ruf des Leiters des BAMF, Martin Schmidt, aus dem Sommer 2014, ihm doch bitte mehr Mitarbeiter für seine Behörde zur Verfügung zu stellen, warum der so ungehört verhalte. Denn auch im Jahr 2014 war ja schon absehbar, dass der Zuzug und die Flucht von Flüchtlingen eher zunehmen würde als abnehmen würde. Und die Riesenberge, die im BAMF auf Halde lagen und noch immer liegen, sind doch eigentlich skandalös. Ja, wir haben mit den Bundesländern und der Bundesregierung bereits im Jahre 2014 beschlossen, dass im BAMF über 1000 Stellen, sagen wir 500 Stellen, neu geschaffen werden. Damals gingen wir davon aus, dass es zwischen 400.000 und 500.000 Flüchtlinge würden im Jahre 2015. Es wurden dann rund 1 Million oder knapp 1 Million. Wir haben dann einen Personalwechsel gehabt von Herrn Schmidt zu Herrn Weise. Das war im letzten Oktober. Und in dieser Zeit, das sind ja jetzt, ist ja gerade mal ein halbes Jahr, hat es enorme Fortschritte gegeben, sowohl bei den Verfahrensdauern wie auch bei der Zahl der entschiedenen Fälle. Das BAMF hat im Januar, Februar, März im Schnitt etwa 40.000 Entscheidungen pro Monat getroffen. Das ist sehr viel und mehr als die Hälfte dieser Entscheidungen sind positiv ausgegangen. Das heißt, die Betroffenen wurden anerkannt und bekamen einen Schutzstatus. Und unser Ziel besteht darin, dass wir im Laufe dieses Jahres den Berg abbauen und vor die Lawine kommen. Es ist nicht einfach, denn wenn Sie neue Leute einstellen und Sie erwarten, dass die auch gute Entscheidungen treffen, die dem Anspruch des Einzelnen gerecht werden, dann müssen ja auch die Entscheider qualifiziert werden. Sie können dann nicht einfach sagen, ich nehme jemanden, der hat vielleicht Jura studiert und 2 Staatsexamen, der wird das schon können, sondern Sie müssen schon dafür sorgen, dass diese Leute gute und nachprüfbare Entscheidungen treffen. Aber bin fest davon überzeugt, dass wir in diesem Jahr eine deutliche Verbesserung und Beschleunigung erleben werden. Jetzt haben Sie sich ein bisschen um die Frage herumgeschummelt, die da lautete, wie kann es eigentlich sein, dass man nicht viel früher geschaltet hat und das BAMF mit entsprechenden Stellen ausgestattet hat? Und Sie haben ja anfangs eingeräumt. Ich nehme gerade Bezug auf das, was Sie vermutlich sagen wollen. Sie haben ja am Anfang eingeräumt, dass die Koalition zu spät im Grunde das Ausmaß dieses Problems erkannt, nicht Problems, der Herausforderung erkannt hat. Und da wüsste ich gerne, wie kann das eigentlich passieren? Also bei uns Journalisten war das so, wir hingen alle in der Griechenland-Krise fest. Also ich habe den ganzen Tag dann nur Griechenland und dann hat man keine Zeit für irgendwelche anderen Probleme. Es ist sozusagen eine partielle Blindheit, die dann stattfindet. Man bewegt sich in seinen Leitplanken und widmet sich dem Großproblem, was gerade auf der Agenda steht. Und hat andere, in dem Fall ja viel wichtigere Dinge, noch gar nicht auf dem Schirm. War das bei der Politik ein ähnlicher Mechanismus oder woran hat es gelegen, dass das nicht früher erkannt wurde, auf allen Ebenen? Das war jetzt nur ein Beispiel. Also wir haben ja seit dem Jahre 2014 im Sommer uns intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Wir haben nur nicht vorweggenommen, dass wir im Jahre 2015 eine Million Flüchtlinge haben würden. Das hat uns auch, soweit ich sehen kann, bis im Frühsommer in dieser Form niemand vorher gesagt. Wir haben, wenn wir im Frühsommer richtig schneller hätten reagieren können,
hätten wir vielleicht manche Probleme in der Anfangsphase vermieden. Aber ich bitte jetzt auch herzlich um Verständnis, dass ich nicht zurückschauen möchte und dass ich einfach sage, wir haben daraus gelernt. Wir haben, als wir erkannt haben, welchen Ausmaß dieses Problem hat, auch die Koordinierung innerhalb der Bundesregierung und mit den Bundesländern verbessert, was die Fragen im Bereich des Innenministeriums angeht, durch eine stärkere Koordinierung des Innenministeriums, was Frau Haber, die dortige Staatssekretärin, durchführt und was zu einer sehr guten Zusammenarbeit mit den Bundesländern geführt hat, die Koordinierung innerhalb der Bundesregierung, die wir dann im Oktober im Kabinett beschlossen haben, und natürlich auch die Koordinierung mit den europäischen Freunden und mit anderen Staaten in der Region. Es wäre schöner gewesen, wenn wir vielleicht ein paar Monate früher hätten beginnen können mit dem, was wir dann ab Oktober sehr intensiv gemacht haben. Aber wir sind jetzt dabei und ich kann Ihnen versprechen, wir werden in den Anstrengungen auch nicht nachlassen. Gut, jetzt kommt Ihre Frage. Bitte schön. Ja, schönen guten Abend, Herr Altmaier. Mein Name ist Oliver Kunst. Ich habe eine recht hypothetische Frage. Und zwar haben Sie das Lob von Mark Zuckerberg erwähnt. Glauben Sie, er würde das Lob nochmal aussprechen nach dem Deal mit der Türkei, wie es jetzt ist? Ja, das müssen Sie Herrn Zuckerberg fragen. Er ist ja, glaube ich, er ist ja auf Facebook, glaube ich, unterwegs auch und hat da einen Account. Fragen Sie ihn einfach mal. Also es ist jetzt jedenfalls nicht meine Aufgabe, seinen Pressesprecher zu machen und ich weiß auch nicht, wie er in der Frage konkret ist. Das ist übrigens eine Standardantwort auf hypothetische Fragen. Hypothetische Fragen beantworten Politiker nie. Nein, ich habe noch... Nein, ich kann das nicht Wort hypothetisch ist im Grunde ein Killer. Ich persönlich bin überzeugt, dass dieser Türkei-Deal uns ermöglichen wird, unsere Flüchtlingspolitik, so wie wir sie von Anfang an verstanden haben, auch in Zukunft beizubehalten. Es werden vielleicht nicht mehr 1 Million Menschen nach Deutschland kommen, wo ja, aber es werden immer noch viele Menschen nach Deutschland kommen. Es gibt ja auch viele Flüchtlinge, die darauf warten, dass die Familienzusammenführung in Gang kommt. Und deshalb sage ich Ihnen, wir werden durch diesen Deal nicht weniger, sondern genauso humanitär agieren wie in der Vergangenheit. Das ist ein großes Wort, das haben wir notiert. So, bitteschön. Ja, hallo Herr Altmaier, mein Name ist Vera Kattermann. Ich bin Psychotherapeutin, ich arbeite unter anderem auch mit Gruppen. Und vor dem Hintergrund sozusagen meines Zugangs zur Gruppendynamik habe ich einen innenpolitischen Wunsch an Sie, den ich einfach gerne noch formulieren wollte. Das ist auch eine Resonanz tatsächlich auf, was Herr Schulte sagte, mit diesem eher angstgeprägten, defensiven Diskurs, den er wahrnimmt, den ich auch über weite Strecken wahrnehme. In der Veranstaltung, die jetzt dieser vorausging, da ging es um die Frage, wie kann man denn die offene Gesellschaft retten und was tun gegen diese Pegida-Demos und so. Und mein innenpolitischer Wunsch ist eigentlich, dass Sie mehr Sorgfalt drauf legen, ich sage es mal jetzt sehr salopp, ein bisschen gute Laune zu verbreiten. Also ich glaube, das ist ja auch, also wir sind ja als Deutsche dafür auch bekannt, dass wir technisch alles perfekt lösen wollen und dass das alles perfekt sein soll und dass wir sehr ernsthaft sind darin. Und mein Gefühl ist wirklich jetzt auch um diese Frage, wie kann man die offene Gesellschaft retten, dass es sozusagen auch bewussten Inputs braucht von wir schaffen das und darum sollte es ja auch in dieser Veranstaltung gehen. Das freute mich zu lesen, mehr die positiven Aspekte noch zu Wort zu bringen. Und ich glaube, es ist auch eine Aufforderung an uns hier im Auditorium, wie kann man die offene Gesellschaft retten. Ich glaube, es ist ganz viel Gespräch. Und wirklich nur mit den Freunden und die reden wieder mit ihren Freunden und die reden mit den Freunden, so verbreitet sich das dann. Also und genau, das ist mein Wunsch, gute Laune. Ja, herzlichen Dank. Es geschieht übrigens an vielen Stellen. Ich war vor 2 Wochen in Hannover auf Einladung der CDU-Landtagsfraktion, Björn Tümmler, waren 600 freiwillige Helfer, die in der Flüchtlingsbetreuung aktiv sind. Und wir haben denen einfach mal Danke gesagt von der Politik aus und haben mit ihnen diskutiert, damit sie auch ihre Erfahrungen einmal schildern konnten. Und ich werde in einigen Wochen wieder in Niedersachsen sein und dann werden wir uns mit Flüchtlingen unterhalten.
die schon einige Zeit in Deutschland sind und werden deren Erfahrungen diskutieren. Ich persönlich glaube tatsächlich, dass wir das schaffen können, nicht nur, weil es meine Kanzlerin gesagt hat, auch deshalb natürlich, sondern auch, weil ich erlebt habe, wie viel freiwilliges Engagement es gibt. Und wo immer Sie jemanden treffen, der in der Flüchtlingshilfe aktiv ist, sagen Sie ihm einfach ein Dankeschön, ermutigen Sie ihn. Ich bin überzeugt, hier im Saal sitzen auch ganz, ganz viele, die sich persönlich in der Flüchtlingsarbeit betätigen. Mir hat es gezeigt, dass Deutschland auch als Land in den letzten Jahren eine ganz tolle Entwicklung durchgemacht hat. Und es hat mich ermutigt. Und ich kann Ihnen nur eines sagen, meine Laune ist gut und ich hoffe, sie bleibt gut. Aber wir müssen trotzdem die Probleme erkennen und die Probleme lösen. Aber das halte ich für möglich. Und deshalb, Sie haben recht, wir schaffen das. So, dieses Schlusswort haben Sie sich vorher aufgeschrieben, vermute ich. Herr Altmaier, ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie sich diese anderthalb Stunden genommen haben. Das war großartig. Ich hoffe, Sie, meine Damen und Herren, haben einige Erkenntnisse gewonnen. Ja, Gruß nach Saarbrücken und wir sehen uns. Und wenn Sie möchten, wie gesagt, der Termin mit unserer Geschäftsführung in Finanzfragen, den können wir gerne organisieren. Herzlichen Dank und schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss.